Der Traum vom Eigenheim im Grünen ist für eine Familie in Unterbremstetten buchstäblich zum Albtraum geworden. Kurz nachdem die Familie ein Grundstück gekauft hatte, hat sich nämlich herausgestellt, dass auf dem Gelände früher Leder abgelagert worden war. Das Haus konnte nicht gebaut werden und die Familie wollte das Geld zurück. Bei Gericht ist sie jetzt allerdings bereits in zweiter Instanz abgeblitzt und steht vor dem finanziellen Ruin. Ein verwachsenes und verwildertes Grundstück in Unterbremstetten in der Nähe von Graz. Hier wollte die Familie Schmalecker ihren Traum vom eigenen Haus im Grünen erfüllen. 2001 hat sie das Grundstück gekauft. Damals der Kaufpreis war 55.000 Euro. Es war ideal, eigentlich alles lagert gepasst, das Grundstück hat gepasst. Wir wollten darauf unser Einfamilienhaus hinstellen und dort ganz normal als Familie wohnen. Doch daraus wurde nichts. Bei den Bauvorbereitungen stößt die Familie Schmalecker auf Lederreste im Boden. Hier Archivaufnahmen aus dem Jahr 2002. Es stellt sich heraus, dass auf dem Grundstück eine Lederdeponie bestanden hat. Ein Hausbau ist für die Familie unmöglich. Sie fordert das Geld vom Verkäufer zurück und bekommt bei Gericht auch Recht. Das Geld sieht die Familie aber nie. Der Verkäufer war offiziell mittellos und ist inzwischen verstorben. Herr Schmalecker hat nun die Gemeinde Unterbremstetten verklagt. Diese hätte im Wissen um die Lederreste nie eine Baugenehmigung ausstellen dürfen, so sein Argument. Die Gemeinde bestreitet, von der Lederdeponie etwas gewusst zu haben. Das Gericht hat die Klage von Schmalecker nun bereits in zweiter Instanz abgewiesen. Dieser spricht von einem Schaden in der Höhe von 160.000 Euro und befürchtet den finanziellen Ruin. Es ist für uns eigentlich alle eine dramatische Situation, weil wir da als vollkommen Unschuldige zum Handkuss kommen. Das hat jetzt im Nachhinein gesehen, wurde einfach das Grundstück quasi in betrügerischer Art und Weise an uns weiterverkauft. Die Familie Schmalecker fühlt sich in der Steiermark von allen Stellen im Stich gelassen und ist nach Wien gezogen. Ich erinnere mich jetzt an eine Aussage vom Land Steiermark, die wir um Unterstützung gebeten haben, wo dann eine Absage gekommen ist mit einem Schlusssatz: Wir wünschen der Familie Schmalecker viel Kraft und viel Gesundheit. Für die bisherigen Prozesskosten sind Kredite offen. Der eigene Rechtsanwalt ist noch nicht bezahlt. Die Familie Schmalecker ist verzweifelt und weiß nicht, wie es weitergehen soll.